Jetzt im Hochsommer gibt es im Garten viel zu tun. Wer einen Garten hat, kann jetzt Salat und so manches Gemüse ernten. Aber was ist wichtig, damit alles gut wachsen und gedeihen kann? Genau, wir müssen die Gemüsebeete immer wieder von Unkraut befreien. Das Jäten nimmt beim Gärtnern am meisten Zeit in Anspruch. Löwenzahn, Brennnessel, Disteln und so weiter wachsen nach, sobald man glaubt, man hätte alles entfernt. Es wächst von alleine, wenn wir nichts tun. Und schon bald würde es die Gemüsepflanzen überwuchern. Dann hätten sie keine Chance mehr zu wachsen. Ein Gärtner muss tief graben, um das Unkraut erfolgreich zu beseitigen und die tiefen Wurzeln entfernen. Das Gefährliche beim Unkraut ist eben nicht der sichtbare Teil der Pflanze, es sind die Wurzeln, die immer wieder neue Triebe an die Oberfläche schicken. Das Thema Unkraut spiegelt sich auch im Leben von uns Menschen wieder. Wirklich wahr, auch bei uns gibt es Unkraut. Die Bibel nennt das Sünde. Die Wurzel der Sünde beginnt ganz am Anfang bei den ersten Menschen, beim Sündenfall von Adam und Eva. Dadurch kam die Sünde in die Herzen der Menschen. Aus dieser Wurzel entspringen alle weiteren kleinen und großen Sünden. Die Sündhaftigkeit wurde somit Teil der menschlichen Natur. Und wenn wir nichts dagegen tun, dann wächst das Unkraut in unserem Herzen von allein. Keiner von uns ist frei von Sünde. Sünde beginnt oft klein und harmlos, schon in unseren Gedanken. Aber sie kann in unserem Leben genauso viel kaputt machen wie wucherndes Unkraut in einem Gemüsebeet. Das Unkraut verschwindet nicht von alleine aus unserem Garten. Dazu braucht es die Hilfe eines Gärtners. Und genauso brauchen auch wir Menschen Hilfe, um unser Leben von der Sünde zu befreien. Der Gärtner ist Jesus Christus. Er hat die Macht, Sünde aus unserem Herzen auszureißen. Er will uns davon heilen, wenn wir es zulassen. Er möchte nicht nur die oberflächlichen Auswirkungen beseitigen. Jesus Christus möchte uns durch und durch befreien. Die Voraussetzung dafür ist schon vorhanden. Durch den Opfertod von Jesus Christus am Kreuz ist Vergebung der Sünde möglich. Er starb für unsere Sünde, um uns zu befreien. Jeder Mensch, der an das Sühnopfer von Christus glaubt, ist frei. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. Dadurch, dass du Sünde bekennst und zu Jesus bringst und sie durch Gottes gute Gedanken aus der Bibel ersetzt, wird dein Lebensbeet zum Blühen kommen. Wenn du noch keine eigene Bibel hast, kannst du uns gerne schreiben. Wir schicken dir kostenlos und unverbindlich eine zu. Wenn dich Fragen beschäftigen, helfen wir dir auch gerne weiter. Wir freuen uns, von dir zu hören. Vielen Dank, dass du dir den Mai-Input Impuls angeschaut hast. Wenn du mehr wissen willst, geh auf unsere Website mai-input.it oder folge uns auf YouTube, Facebook und Instagram.